Seit vielen, vielen Jahren sprechen sich ja Tierfreunde gegen die Tierversuche aus. Natürlich sagen wir im Sinne der Tiere, dass wir das nicht wollen, Tierversuche. Als Arzt muss ich auch sagen, die allermeisten Tierversuche sind nicht und waren nie notwendig. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man Kosmetika an Tieren ausprobiert und da so viele Tiere vernutzt, wie dieses scheußliche Wort heißt. Es gibt heute viel, viel bessere Testmodelle als Tiere. Der Mensch ist einfach nie vergleichbar mit einer Maus. Der ist auch keine 80 Kilogramm schwere Ratte. Das ist komplett unsinnig, was da in vieler Hinsicht läuft. Aber die Gesetze waren ja auch so. Und die längste Zeit hat ja die Industrie, die Pharmaindustrie, die naturwissenschaftliche Medizin dieses System auch sehr gefördert und sehr verteidigt. Und wir Tierschützer standen immer irgendwie so wie Idealisten eben da mit guten Ideen. Und man konnte darüber hinweggehen. Jetzt gibt es Gott sei Dank erstmals eine neue Variante. Im Juli gab es eine Ausgabe der Nature, renommierte Wissenschaftszeitung, und ein deutscher Professor, Hartung aus Konstanz, der ist Pharmakologe und Toxikologe, hat jetzt endlich erkannt, dass diese Argumente, die wir Tierschützer immer hatten, stimmen. Dass der Mensch eben keine 70 Kilogramm schwere Ratte ist und nicht mit einer Maus vergleichbar ist. Und er hat einen ganz anderen Aspekt da reingebracht, und das gibt uns jetzt erstmalig, glaube ich, die Hoffnung, dass wirklich dieser Unsinn mit den Tierversuchen in diesem Ausmaß verschwindet. Professor Hartung, der ist drauf gekommen, dass nach seinen Worten ca. 60% der Medikamente, die nicht zugelassen werden bei Menschen, weil sie den Tieren Schaden zugefügt haben, den Menschen gar keinen Schaden zuführen würden. Und von daher geht natürlich dann auch der Pharmaindustrie richtig viel Geld durch die Lappen. Wenn Medikamente, die eigentlich für die Menschen harmlos werden, nicht zugelassen werden können, weil sie für die Tiere nicht harmlos sind, dann plötzlich dreht sich das Spiel um. Und wenn die Pharmaindustrie mit ihrer Lobby an, wie soll man sagen, beeinflussten Medizinern und beeinflussten Politikern vor allen Dingen, wenn die mal gegen die Tierversuche Stellung nimmt, dann glaube ich, ist dieser Wahnsinn vom Tisch. Und da sind wir jetzt knapp dran, durch diese Entwicklung. Und ich hoffe sehr, dass das Schule macht und dass wir wirklich erkennen, dass in der heutigen Zeit, wo wirklich sehr sensible Medikamente, die den Eiweißstoffwechsel eingreifen und so weiter, dass die unmöglich an Tieren getestet werden können. Und jedenfalls nicht an Ratten und Kaninchen und Mäusen, auch nicht an Hunden. Da könnte man drüber reden, ob man das an Menschenaffen testen könnte oder so. Aber im Prinzip könnten wir heute viel besser an Zellkulturen testen. Wir haben ja diese Möglichkeiten jetzt, dass wir menschliche Zellen in Kulturen wachsen können. Und natürlich müssen menschliche Zellen auf diese Substanzen, diese Chemikalien reagieren. Also da läge die viel bessere Möglichkeit. Und die große Hoffnung ist eben, nachdem das aus Gründen des Tierschutzes, der Tierfreundlichkeit, des Mitgefühls mit der Kreatur einfach nie funktioniert hat, dass es jetzt aus den bei uns immer primären Gründen, nämlich wirtschaftlichen Gründen, plötzlich geht. Wenn die Pharmaindustrie jetzt begreift, dass der Professor Hartung recht hat und dass sie einen Großteil ihrer Medikamente nicht zugelassen bekommen, weil die Tiere wirklich Schaden nehmen, schon durch diese Applikationsarten, ja, also denen werden die Dinge dann reingespritzt oder das in den Ratten wird dahinter rasiert und das Zeug wird draufgeschmiert und so weiter, dass diese Methoden so weit entfernt sind von dem, wie es Menschen zu sich nehmen würden, dass da ganz viel falsche Ergebnisse rauskommen und im Sinne von falsch-positiven Ergebnissen. Also da liegt meine große Hoffnung. Das muss jetzt verbreitet werden. Und auch Tierschützer können das natürlich verbreiten. Tierversuche schaden auch Menschen, indem sie Menschen nicht die Medikamente zukommen lassen, die denen nützen könnten. Und das wird auch wieder nicht der Grund sein, warum sich da etwas ändert. Das erleben wir ja auf breiter Ebene. Der entscheidende Grund wird sein, dass die Pharmaindustrie kapiert, dass sie Geld verliert über Tierversuche. Und wenn die das mal begriffen haben, und das wäre jetzt der Punkt, wo eigentlich nicht mehr sehr viel dazugehört, es wirklich zu kapieren, wenn ein Toxikologe und Pharmakologe schon so weit denkt, dann könnte man doch vielleicht die Tierversuche kippen. Und wenn die Pharmaindustrie die nicht mehr will, dann sind die morgen gekippt. Da bin ich mir völlig sicher. Und das ist die Geschichte. Kaum hatte die Zigarettenindustrie genug von diesen Schadenersatzprozessen in den USA und wollte eigentlich daraus und war für den Aufdruck, dass Zigaretten schädlich sind,
dann konnten die Politiker plötzlich sowas auch machen. Politiker können alles machen, was die Lobbyisten unter ihnen dann möchten. Und wo das große Geld ist, gibt es die vielen Lobbyisten und da können die Weichen entsprechend gestellt werden. Und wenn es jetzt einmal so eine Win-Win-Situation ist, dass etwas den Tieren nützt, den Menschen nützt und der Pharmaindustrie nützt, dann müsste man das ja eigentlich hinkriegen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt.